In dieser Episode, Freunde, sprechen wir über das Vorhaben der Entwickler bezüglich der geonosianischen Brut Alpha. Ich freue mich riesig darauf, endlich zu erfahren, was sich die Entwickler bei diesem Charakter gedacht haben. Das ist ein sehr langer Post. Wir werden aber nicht alles im Detail durchsprechen, Freunde, einfach um Zeit zu sparen. Ich will hier die wichtigsten Informationen einfach mal rausfiltern für euch und ich bin gespannt, wie ihr darauf reagiert. Also, lasst mich alles wissen in die Kommentare, denn ihr wisst, ich lese alle Kommentare, ich beantworte alle Kommentare und wir springen jetzt rein in die Action. So sieht er also aus, Freunde. Der Badass, der neue Anführer für unser Geonosianer-Team. Die Frage ist es nur, lohnt es sich, diesen Charakter zu farmen, ihn einzusetzen? Wir werden es sehen anhand dessen, was die Entwickler hier zu sagen haben. Und zwar schreiben sie hier rein, warum freut ihr euch über diesen Charakter? Und sie sagen hier, der Charakter bringt die Geonosianer als Team zusammen und außerdem ermöglicht er ihnen sehr viele Attacken außerhalb ihrer Runde, also Bonusattacken, und sehr viel Überlebensfähigkeit. Und das sollten wir hier an der Stelle schon mal festhalten. Sie bekommen viele Bonusattacken und viel Überlebensfähigkeit. Sie mussten aber auch kleinere Veränderungen am geonosianischen Spion machen, um zu verhindern, dass es einen Endlos-Loop gibt, eine Endlos-Schleife. Wie sieht die Veränderung am geonosianischen Spion aus? Schauen wir uns das Ganze mal an. Der geonosianische Spion ist momentan in der Lage, am Anfang eines Kampfes oder einer Begegnung 3 Runden lang Tarnung zu bekommen. Daran ändert sich nichts. Wenn er einen kritischen Treffer macht, dann bekommt er außerdem ebenfalls Unsichtbarkeit für 3 Runden. Und wenn ein Geonosianer-Verbündeter einem Gegner einen Debuff zufügt, dann erhält der Geonosianer-Spion 70% Zugleiste. Das ist zu viel. Bei all den Bonusangriffen, die unsere Geonosianer erhalten werden zukünftig, wird er auf diese Weise im Prinzip nur noch Zugleiste erhalten und wäre auf diese Weise unendlich oft dran. Das muss einfach geändert werden. Jetzt wird es ein bisschen genervt, aber ich kann euch sagen, Freunde, dieser Nerf ist wirklich nicht sonderlich. Den wird man nicht so sehr merken, weil man eben ziemlich viele Bonusangriffe erhält. Und momentan sieht es so aus, es muss halt getan werden. Mit an der Unsichtbarkeit hat sich nichts geändert, ja. Aber immer wenn ein geonosianischer Verbündeter einen Debuff zufügt, dann gilt das nur noch, wenn er diesen Debuff während seiner Runde zufügt. Dann bekommt der Geonosian-Spion nur noch 20% Zugleiste. Also wenn ein geonosianischer Verbündeter einen Debuff außerhalb seiner Runde zufügt, dann bekommt der Spion keine Zugleiste. Wenn aber ein geonosianischer Verbündeter einen Debuff während seiner Runde zufügt, dann bekommt der Spion 20% Zugleiste. Ist eine große Veränderung, die eigentlich ein großer Nerf wäre, aber ich kann euch sagen, Freunde, mit diesem Anführer hier, mit diesem Badass hier, ist das kein großartiger Nerf, den man besonders merkt. Jetzt ist die Frage hier, was macht diesen Charakter so besonders? Und die Antwort ist ganz klar, er ist dazu in der Lage, Charaktere herbeizubeschwören. Eine der einzigartigsten Fähigkeiten, die wir momentan haben. Und wir kriegen hier den Hinweis, dass Capital Games vorher technisch nicht dazu in der Lage war, das umzusetzen. Aber mittlerweile können sie es und sie sind sie freuen sich sehr darüber zu sehen, was diese Mechanik in der Zukunft bereithält. Dieser Satz, Freunde, ist entscheidend, denn das bedeutet, dass wir zukünftig noch mehr Charaktere sehen werden, die in der Lage sind, Charaktere zu beschwören. Und falls ihr euch fragt, wie das mit dem Beschwören funktioniert, das kann ich schon mal verraten. Es ist ja so, dass man im Prinzip einen 6. Platz hat. Und dieser 6. Platz wurde immer benutzt, wenn man zum Beispiel einen PvE-Kampf gemacht hat, einen Knoten gefarmt hat oder so, ja? Dann kann man doch immer Freunde mitnehmen. Und diese Freunde haben den 6. Platz belegt. Wenn ihr jetzt also in einem Kampf seid, bei dem ihr keinen Freund mit dabei habt, dann ist dieser 6. Slot frei. Und ihr könnt überall, in allen Kämpfen, in denen der 6. Slot frei ist, außer in Raids, diesen 6. Verbündeten herbeibeschwören. Ziemlich cool, diese Fähigkeit, muss ich sagen. Ich freue mich riesig drauf und vor allem darauf zu sehen, was wir zukünftig auch noch sehen werden. Warum habt ihr diesen Charakter erschaffen? Ich fasse mal kurz, was hier drin steht, Freunde. Ich habe es mir alles schon mal durchgelesen. Poggle war früher mal, als er jung war, ein sehr mächtiger Kämpfer, aber mittlerweile ist er nur noch Politiker. Und Capital Games wollten einen Charakter haben, der wirklich ein gefährlicher Sergeant ist, der seine Geonosianer in die Schlacht führt, mit einem einzigartigen Aussehen, und deswegen haben sie dieses Design hier erschaffen. Muss ich sagen, finde ich eine ziemlich coole Idee, also freue ich mich riesig drauf. Dann haben wir noch hier unten ein bisschen Artwork, um das nochmal zu sehen, ne, wie er dann hier designt wurde. Und wie haben sie vor, dass er sich am Ende spielt?
Und letztendlich ist das so, dass er drei Dinge ganz besonders gut können wird. Er wird zum einen dazu in der Lage sein, Charaktere zu beschwören, ja, mit der Fähigkeit einberufen. Dann wird er dazu in der Lage sein, ganz viele Bonusangriffe zu verursachen, mit Hilfe, ne, der ganzen Geonosianer-Angriffe. Und er gibt den einzigartigen Buff oder einen neuen Buff, der heißt Hive Mind. Das steht hier, Hive Mind, oder eben Schwarmgedanke auf Deutsch. Damit wird er dazu in der Lage sein, nicht nur diese Bonusangriffe auszuüben, sondern jedes Mal wieder, wenn ein Gegner eine Fähigkeit außerhalb seiner wenn ein Gegner eine Fähigkeit in seiner Runde aktiviert, Gesundheit und Schutz für alle Verbündeten anzugleichen. Das ist richtig, richtig krass. Auf diese Weise ist es nämlich so, dass die Geonosianer nicht einzeln down gehen können, sondern dass alle auf einmal down gehen. Und das bringt gleich wieder eine völlig neue Mechanik mit ins Spiel, nämlich die Mechanik, dass man nicht einen Charakter einen nach dem anderen ausschalten kann, sondern alle auf einen Schlag. Und uns fallen natürlich sofort uns Theorycraftern, uns Leuten, die wir uns sofort Strategien überlegen, fällt sofort ein, gegen was sind die Geonosianer gut, gegen was sind sie schlecht. Darth Revan zum Beispiel, viel Flächenschaden, Palpatine, viel Flächenschaden, Nachtschwestern, viel Flächenschaden, da sind die vielleicht nicht so gut drin, gegen sowas zu kämpfen, aber alles, was einzeln Schaden macht, wie beispielsweise Commander Luke Skywalker, ja, solche Teams, Jedi Knight Revan, nicht Jedi Knight Revan, doch, den vielleicht sogar auch, und sowas wie Jedi Training Ray, ja, Jedi Training Ray zum Beispiel, all diese Charaktere, die besonders gut darin sind, einzelnen Schaden zu machen. Da werden die Geonosianer scheinen und das finde ich super. So, hier ist die Frage, was für ein Team sie vorschlagen. Natürlich ein reines Geonosianer-Team wäre das Beste, aber sind gespannt zu sehen, was sich die Leute einfallen lassen, wenn man vielleicht mischt, ja, mit den neuen reworkten Separatisten zum Beispiel. Und welcher Spielmodus ist am besten für die Charaktere geeignet? Natürlich PvE. Sie sind ganz besonders effektiv in der neuen Territorialschlacht Geonosis. Dafür wurden sie ja designt. Aber sie sind auch sehr stark in der Offensive. Also große Arena und Territorialkrieg. Und das freut mich besonders, Freunde, weil ich nämlich Geonosianer bis an die Zähne bewaffnet habe. Und ich brauche nur noch ihn hier, damit ich meine Jungs endlich in den Angriff, in den Krieg schicken kann. Und mit Hilfe meines neuen Test-Accounts, wenn ich den bekomme und endlich damit wieder Videos aufnehmen darf, werde ich euch tonnenweise Tests damit demonstrieren. Natürlich in Livestreams oder eben in Videos, hochqualitativen Videos, wie ihr sie von mir kennt. Und falls ich das nicht machen kann, werdet ihr natürlich in Action sehen auf meinem privaten Account in meinen Let's Play-Videos, Freunde. Welche Spieltaktiken werden empfohlen? Das kann ich alles zusammenfassen, Freunde, hier. Im Endeffekt geht es darum, dass wir mit Conscription, also Einberufung, einen Charakter herbeirufen, dass sie zu sechs sind und dann greifen wir mit seiner Glefe an oder eben mit seinem Schild. Ja, sie hat Glefe und Schild, das sind seine beiden Waffen, die er hat. Dann gibt es noch ein paar Tipps und Tricks hier, worauf wir achten müssen und so weiter. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir nicht gegen Gegner kämpfen, die sehr schweren Flächenschaden machen, AOE, Area of Effect, denn Flächenschaden ist der Untergang für die Geonosianer, weil die ja ständig ihre Gesundheit anpassen und so muss man sie auch down kriegen, ja? Also nicht Teams, die einzelnen Schaden machen, sondern Flächenschaden ist hier das Ziel. Wir erfahren also sofort ihre Stärken und ihre Schwächen. So, alles Weitere können wir erst einmal überspringen und die abschließenden Gedanken hier sind, was wollt ihr noch hinzufügen? Und sie sagen hier, wir lieben es, beliebte Charaktere von Star Wars in das Spiel zu bringen, aber wir freuen uns auch riesig darüber, komplett neue Charaktere im Star Wars-Universum zu erschaffen, ja, zu kreieren. Unser Team hat einen phänomenalen Job gemacht, diesen Charakter zu kreieren mitsamt seinen Animationen und wir hoffen, dass die Spieler Spaß mit ihm haben werden. Das hoffe ich auch, Freunde. Ich kann euch sagen, ich bin total gehypt auf ihn. Ich finde, er sieht absolut badass aus. Und ich kann euch sagen, der Nerf an dem Spion ist mit Sicherheit nicht so schlimm, weil die Geonosianer insgesamt eine unheimlich coole Fraktion werden. Wir haben es ja selbst gelesen eben. Sie sollen sehr gut sein, in der Offensive zumindest, ja, für die Territorialkriege und für die großen Arenen. Das freut mich besonders, weil ich nämlich das Team bis an die Zähne bewaffnet habe und die dann auch gerne Offensive einsetzen will. Warum Offensive und nicht Defensive? Ganz einfach, sie haben Schwächen. Sie haben starke Schwächen, nämlich Flächenschaden. Und wenn man sie in der Offensive benutzt, kann man ja selbst entscheiden, gegen wen man sie in den Kampf schickt. Sie werden also definitiv keine Trupparena-Meta definieren, das ist klar, weil die Trupparena momentan ja von großem Flächenschaden dominiert wird. Aber Freunde, wir können uns auf jeden Fall darauf freuen, die
diese Badass-Leute einzusetzen in deren, in allen anderen Spielmodi. Und das finde ich super, super klasse. So, Freunde, lasst mich in die Kommentare wissen, was ihr davon haltet. Was haltet ihr von dem Design? Was haltet ihr von den Fähigkeiten? Freut ihr euch drauf? Ich freue mich riesig drauf. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Hoffentlich bis zur nächsten Episode. Möge die Macht der Geonosianer mit euch sein.